Tag 28 bei This War of Mine. Wir wurden ausgeplündert. Hoffentlich ist nichts passiert. Sie haben es wirklich ernst gemeint. Oh, das klingt aber schon Aber gefährlich, wir ja. haben es geschafft. Ja, und Slut hat einige Sachen mitgebracht. Das schauen wir uns gleich mal an. Aber wir wollen jetzt in der Reihenfolge mal alles möglichst effizient machen. Oh, können schmelzen. Wir hätten gar nicht. Nee, stopp, wie ging das nochmal? Man Wir muss brauchen trotzdem einen trotzdem Filter, Filter. genau. Dann soll sie Ja. mal eben hier. Und ich glaube, das Schmelzen geht am Herd. Ja, irgendwie Das sowas. finde Dann ich soll sie mal recht 2 Stunden oder langweilig. so hier das mal machen, dann ist sie ein bisschen beschäftigt. Guck mal nach. Bruno ist sehr hungrig, ist sehr müde. Der sollte also was zu essen kochen. Der geht erstmal schlafen, damit das F mit der Zeit Fleisch? hinkommt. Nee, lass den mal erstmal was zu essen machen, Kriegen wir die das Leute. denn? Er kann hier mal Fleisch rausholen. Ja. Ich glaube, wir haben nicht genug Natürlich haben irgendwas. wir Nee. Gemüse. Wir haben nicht genug Wasser zum Beispiel. Wir Ach können gar so. nicht. Das meine Ach, ich gerade fuck. damit. Deswegen geht er jetzt mal schlafen, Ja, damit es mit danke. dem sehr müde weggeht. Die Er holt das meisten Fleisch sind hier sehr raus. hungrig, also da müssen wir gucken, natürlich. Ja, wir müssen jetzt halt mit dem Wasser das hinkriegen. Das schaffen wir alles. Feuer, es ist kalt. Ja, es sind gerade 5 Sachen auf einmal. Ja, ich hab's halt gesehen. Ja, ist auch richtig. So, wir machen mal rohes Essen. Soll hier den Köder auslegen? Er geht echt schlafen. So. Dann hier oben das Fleisch rausholen, damit die Falle möglichst schnell wieder gespannt ist. Und die Slater, nachdem sie hier 8 Dings gemacht hat, beim letzten dabei, Einheizen. heizt dann ein. Ja, das machen wir alles der Reihe nach. Okay. Seht ihr, wir haben jetzt. Und wo ging das nochmal? Hier am. Beim Herd, glaube ich, ging das. Hier oder was? Ich Oder denke beim schon. Ofen? Oder beim Ofen. Ne, hier geht's. Guck. Ja, jetzt brauchst du noch einen Filter. Ich dachte, wir hätten jetzt noch schon einen hergestellt. Ist jetzt hier drin oder was? Keine Ahnung. Wir können erstmal hier Da noch. unten ist noch nicht fertig hergestellt. Guck. Ach, das war die Nacht, das unterbrochen hat. So, hier nochmal mehr Essen herstellen. Sie Dann macht den kann er schon Filter mal fertig. einheizen. Na, er kann hier hingehen und das Wasser herstellen. Weil sie ist näher Oder ja, so. die Laufwege noch optimieren. Effizienz hier. Wahnsinn. Natürlich, so, jetzt haben wir 3. Mach noch Okay. ein, vier. Ja, wir müssen halt gucken, ob wir genug haben, um Wasser herzustellen. Achso, und dann machen wir erstmal dein Wasser. So, Wasser. Können wir nur eins herstellen, wenn wir nur einen Filter haben. Vier sind es dann. Ja, genau, aber nur einmal halt, genau. Schauen wir mal, ob wir Machst du noch noch einen ein? Filter machen können. Nein. Da fehlen. Bestandteile. Schon wieder an allen Ecken und Enden knapp, können wir Bestandteile herstellen. Wir sollten vielleicht auch gucken, dass wir das mit der Axt wieder machen, weil dann haben wir wenigstens Holz Dann können wir hier die zum Einhörner Einheizen zerlegen und das auch. ganze Zeugs, ne? Was braucht man denn für eine Axt? Sehr hungrig, traurig, müde. Ich mache einen Brennstoff mehr noch ein, ne? Ja. Er legt sich mal schlafen. Warum hat eigentlich Träumt der er aber was Bruno zu essen das? oder was? Ja, was hat der? Hä? Was ist denn das? Keine Ahnung, das habe ich vorhin auch. Ach so. Das nur, wenn ich ihn Ach habe. so, weil der so hungrig ist, dass du ihm was gibst, dass ihm ein anderer Spieler was Hä? gibt. Warum denn was Das anderes ist was wie gibt? mit dem Sprechen. Ja, dass er was isst, weil er so hungrig ist. Ja, aber warum? Ich verstehe nicht, warum die anderen ihm was geben, hä? Ja, aber das ist doch wie Das beim klingt Sprechen, komisch. als Ja, ist der. trotzdem komisch. Ach. Als würde ja, ich weiß nicht, was du meinst, aber der kann das, auch, das muss doch nicht von ihm kriegen, er kann das auch direkt Ja, hier aber das raus, ist also. sozial, ne? Dann Aber es fördert die Bindung oder ist so, doch irgendwie, keine das ist doch Ahnung. trotzdem komisch. Guck Stimmt doch mal, es irgendwas wegen der nicht. Axt. Das geht nicht hier. Eine Axt bräuchte Waffenteile. Fünf, vier Aber wir haben haben wir, eins. eins haben wir nur, vier braucht man noch. Verdammte Axt. Sägeblatt Echt. bräuchten wir auch, um da durchzukommen, sonst So können wir in ein der Kirche Stock. gar nicht Wir müssen weiter. da jetzt echt gucken, dass wir diese Bestandteile bekommen Ja, und. die sind wichtig. Tauschen wäre halt gut, wenn der Franco mal wieder vorbeischauen würde. Ah, Franco hieß er da, genau, stimmt. Sonst können wir gerade nicht machen. Wir haben eingeheizt. Wir haben die Fallen, die schlafen. Der Bruno, sobald er aufwacht, kann er kochen. Ja. Der ist ja sehr müde, der muss dringend sich erholen, sonst kriegen wir den, gehen wir kaputt. Wir haben Die Medikamente. Dings können wir auch noch nicht machen, die Gitarre, ne? Ich weiß nicht, wenn ich nicht mehr, was man dafür Wir können hier benötigt. gar nichts machen, dafür brauchen wir überall Waffenteile. Ja, aber das sind ja auch die Waffen Ich würde mal da. ganz kurz durchgucken Ach so. nochmal, damit ich ein Gefühl dafür habe. Schaufel, Dietrich, okay. Wir bräuchten Bestandteile dringend für den Ja, viel Wasserfilter. Holz und Bestandteile. Brennstoff. Das brauchen wir alles nicht. Hier oben ist die Gitarre, da bräuchten wir auch Ja, auch wieder Bestandteile. Bestandteile, ist eh Das sind eigentlich klar. die dringenden Sachen. Und Ja, dringend ist die Gitarre jetzt nicht, ne? Aber es wäre macht halt ja ganz nett. schön, Ich kann da ne? so lange ein bisschen Schnee sammeln noch für irgendwie, falls wir später Damit mal die irgendwas zu auf tun hat. Vorrat, das auf Vorrat haben. Der Bruno schläft und schläft. Ja. Er hat
sehr müde war. Er ist ja nur noch müde immerhin. Ich weiß nicht, ob er überhaupt noch rechtzeitig wach wird. Schick ihn doch mal raus. Wie viel haben wir denn? Wenn er nur mehr müde ist. Ist jetzt was zu essen macht? Sie sind sehr hungrig, ne? Also das ist schon ein Problem dann. Ja, vielleicht, dass er bis um 5 schläft oder so. Vielleicht bringt das noch was. Sonst haben wir gerade nichts zu tun im Haus, oder? Dringendes? Nee. Uns fehlt halt leider an Bestandteilen, da sollten wir jetzt dann gucken. Auch, dass wir diese Waffenteile auch wieder bekommen, dass wir eine Axt wieder zumindest haben, ne? Ja, der Franco, der kommt bestimmt am nächsten Tag vorbei, wenn er jetzt so lange nicht da war. Bleib mal lieber unten beim Bruno, ja, dass man das sieht, wenn der wach wird. Mach die Tür zu. Ja, schon mal runtergehen und sich dann hinlegen. Der ist jetzt auch schon traurig. Der Bruno ist traurig? Ja. Sie kann mal schlafen gehen. Was, ich soll den Bruno wecken? Ja, raus mit ihm. Der soll jetzt kochen. So, Bruno kocht jetzt. Ja, das wird zu knapp. Ich glaube nicht, dass der, das hätte er nicht geschafft. Den müssen wir nächsten Morgen mal gleich schlafen schicken dann. Dass er mal auf den normalen Status kommt, weil sonst kann er mich keine Wache halten. Ja, wichtig ist, finde ich jetzt gerade eben, dass der was zu essen macht. Können wir das andere nicht machen? Wir haben nicht genug Brennstoff. Du hast ja jetzt gar nicht geguckt. Was? Doch, er hat nicht genug Brennstoff gehabt. Du hast ja nicht das Ding angeguckt, das Icon. Habe ich schon gesehen, weil wir nur einen Brennstoff hatten. Also das ging gar nicht. Mach mal aus dem... Oh, da haben wir relativ viel. Ja. Nicht... So, er isst erstmal und kocht dann gleich. Da sind wir hier. Guck, nicht genug Brennstoff. Wasser auch. Wasser hatten wir eh nicht. Also wir konnten eh nur einmal gerade. So, das macht er eben mal. Und dann geht er nochmal schnell was essen. Schaffen wir es noch vor 8? Glaube nicht. Na, nicht eher. Der Pavel ist sehr hungrig. Martin! Alles weg. Das ist der verfressene Martin! Bruno. Ich glaube, dafür, der verfressene Bruno fängt da einfach an zu essen. Du bist so schlimm. Nein. Doch. Der verfressene Bruno, der einfach anfängt zu fressen. Essen. Aber jetzt, ne? Sehr hungrig, traurig, aber nicht mehr müde. Dann lass mich nochmal wache stehen, noch einmal. Ja, ich hoffe, der stirbt uns nicht weg vor Hunger. Einmal sehr hungrig, ja, das haben wir ja noch nie gehabt, dass wir da jetzt so... Was soll denn nach sehr hungrig kommen? Weiß ich nicht. Mörderhungrig, oder? Hier unten ist übrigens, wegen des Schnees können wir nicht dahin. Ein Doppelhaus waren wir noch nie, ne? Die eine Hälfte ist eine Ruine. Ja, lass das nochmal machen. Nur in der Ruine, das ging, glaube ich, ne? Das hat funktioniert nur in der Ruine. Ja. In der Ruine, ne? Machen wir das mal. Geben wir ihr was mit oder soll sie halt so viel? Ich glaube, sie trifft ja gar nicht auf Leute, wenn wir geschickt sind, ne? Wir gehen mal auf Risiko. Sie braucht den Platz. Ja, okay. Machen wir das? Ja. Ja, Martin? Ja, wir haben doch. Uns mangelt es gerade an allem. Das ist das Problem. Hier kommen wir gar nicht durch. Hier muss sie hoch. Da oben. Das könnte auch wieder eine Ratte sein, das ne? Das sind Ratten. Der letzte war schon so ein Schiss, ne? Dann waren es immer nur blöde Ratten. Ja, aber da wussten wir es noch nicht. Na toll. Hätten wir eine Axt, dann könnten wir das noch kaputt schlagen. Für Brennholz, ja. Ah, guck an. Eins davon haben wir schon mal. Für unsere Axt. 5 brauchen wir. 4 noch dazu. Ja, also auf 1 hat man, genau, und 5 braucht man. Und, hätten wir das mit dem Brecheisen aufmachen können? Möglich. Nur von der anderen Seite, oder? Gucken wir mal da hoch. Da drüben wird es halt gefährlich. Oh, da kann man handeln, ne? Aber wir haben nichts mit. Ja, man kann es dann ja mal probieren, aber ohne dass man den irgendwie... Oh, das ist aber mies hier, war es so schlimm. Und hier bräuchte man eine... Oh ne, sie kann sich da durchkämpfen. Sehr gut. Slater. Dauert halt. Maschinen-Slater an der Arbeit. Ja, aber es sieht schon sehr ausgeräumt aus. Hier haben sie nicht viel liegen lassen. Schutt und Asche haben sie uns übrig gelassen. Und Patronen. Immerhin mal. Schön. Da kannst du doch noch Lupe... Das können wir gleich machen auf dem Rückweg. Da hast du natürlich recht. Oh. Gucken, was da an die Wand gekritzelt wurde oder so.
Na toll. Na, sammeln ein bisschen was. Ach komm, das kann doch nicht sein, dass wir da überhaupt nichts mehr haben. Oh, nochmal Waffenteile. Kaffeebohnen. Aber keine Bestandteile, ne? Nee, die brauchen wir dringend. Für alles Mögliche. Sonst müssen wir die vielleicht eintauschen. Wir haben das Messer mal zu Hause gelassen, dass wenn die nachts wieder angegriffen werden, haben sie noch mehr Möglichkeiten, sich zu verteidigen. Ja, und sie hatten ja auch, sie haben ja auch die Weste und so. Also das sind auch ein bisschen geschützter. Eine kaputte Weste zumindest. An der Wand stehen unbeholfene Buchstaben. Hannah, Thomas und ich sind bei Onkel Radu eingezogen. Wir haben Mama im Garten begraben. Papa, pass auf dich auf. Die Petra. Okay. Auch wieder nicht gut gelaufen. Jetzt können wir mal gucken, ob hier unten noch irgendwo im Keller vielleicht was ist. Kommen wir denn hier irgendwo im Keller? Hier kommen wir in den Keller. Ah, hier sind noch ein paar Sachen. Denn mit der Axt könnten wir halt uns auf jeden Fall Brennmaterial. Aber Brennmaterial sind wir zu. Glücklicherweise. Oh, können wir sogar wachsen. Ja. Schön. Ist nicht so knapp, aber gut ist es trotzdem. Ja. Vielleicht können wir ein paar Bestandteile uns da erhandeln. Und hier ein bisschen was klauen, wenn keiner aufpasst. Es wird ein bisschen Zeit knapp von der Zeit. Aber es könnte klappen. Aber zuerst würde ich oben gucken wegen Handeln und so, weil wenn wir sie schon mal beklaut haben, bin ich mir nicht so sicher, ja, wenn ob man da nicht noch sehen, hingehen. Das haben wir doch letztes Mal rausgefunden. Ja, wenn sie es nicht sehen, aber wenn sie es nicht sehen, nicht vermuten, dass du das warst. Das hatten wir bis jetzt aber rausgefunden. Wenn sie es nicht sehen, bringen sie es gar nicht in Verbindung mit einem. Okay. Das hatte keine Nacht, also man darf sie halt bloß nicht erwischen lassen. Das Symbol für Leute, die vielleicht jetzt nicht ganze Zeit zugeschaut haben, mit diesem Finger, dass man dann wieder greift, das bedeutet halt, dass man was klaut, was jemand anders gehört. Während diese ausgestreckte Hand, diese offene Hand, heißt, man nimmt einfach irgendwas, was keinem gehört. Und das geht immer. Und diese Hand hier bedeutet dass man was stehlen. Klaut, ja. Was stiehlt. Und das hat aber nur negative Konsequenzen, wenn man dabei gesehen wird. Hat mir rausgefunden letztes Mal. Ja. Schaust mich gerade so verwundert an. Ja, aber ich trotzdem. Ja. Es war halt so. Wenn man nicht erwischt wird. Ich würde das immer als allerletztes machen, so ein Gebiet zu stehlen. Weil dann kommen wir eh nicht mehr wieder. Ja, wenn wir nicht erwischt werden, geht's schon. Wir müssen uns halt nur relativ schnell durch den Abfall hier durcharbeiten. Das schaffen wir gerade so, dass wir noch ein bisschen Zeit haben, uns das anzugucken. Schneller. Keine Pause, Slater. Du Sklaventreiber. Ja, da haben wir echt nicht viel Zeit. Das wird jetzt hier so, da haben wir noch die letzten 10% und dann wird es langsam kritisch. Dann können wir einmal noch hier. Was? Da steht was. Achso. Hier unten könnte was sein und hier könnte was sein. Und der Rucksack ist nicht besonders voll, ne? Nee. Wir haben ein paar gute Sachen zwar gefunden, aber es dauert. Fuck. Dann muss ich auch zum Ausgang zurücklaufen. Ist auch nicht so ein kurzer Weg, ne? Nee. Schon gleich um 3. Drei Viertel der Nacht ist vorbei. Komm, Slater, du schaffst es. Gib Gas. 3:10 Uhr. Das geht echt so schleicht, ne? Schleichend. Oh, ja, sie hat ja auch Hunger. Da geht das alles nicht so schnell. Scheiße. Fuck. Ja, ich will es auch nicht abbrechen, weil wir jetzt aber so weit sind. Ich glaube, ab 4 wird sie dann sagen, dass sie zurück muss, oder? Nee, sagt sie noch nicht. Okay. Ganz schnell nochmal dahin. Guckt jemand? Es guckt gerade eh keiner. Wir müssen uns beeilen. So hat jemand... Ach du Scheiße. Renn zum Ausgang. Hat uns aber keiner gesehen? Nein! Keiner gesehen, ja. Ich weiß nicht, ob sie uns so richtig gecheckt hat. Boah, du bist schon so eine Rampensau, ne? Mal gucken, ob das jemand gecheckt hat. Das ist Wahnsinn. Rechtzeitig. Ich weiß nicht, ob die das... Das wird schon gehen. Tag 29 im Schnee. Ich weiß nicht mehr genau, was wir genau mitgenommen haben. Zigarette war dabei, Waffen... So genau weiß ich es nicht. Jetzt ist sie ein bisschen traurig, weil sie ein bisschen geklaut hat, wieder, oder was? Oh Gott, ich hab geklaut. Ja, siehst du, schon, diese Waffenteile hast du geklaut. Und die großen Zigarette. Von dem Gewehr, ne? Ein kaputtes Gewehr.
Okay. Naja, ich würde sagen, in der nächsten Folge schauen wir uns mal an, was wir mit den Sachen machen. Bestandteile leider nicht, aber vielleicht kommt ja der Franco vorbei und dann können wir ein bisschen tauschen. Ja.